Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind heute im Willow Street House unterwegs mit der Jasmin. Hallo. So, und diesmal auch bitte ohne irgendwelche Funkverbindungsabbrüche. Ja. Da kann ich doch nichts für. So, wir müssen den Bereich mit Räucherstäbchen reinigen, den Geist während der Jagd entkommen, die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungsvensors feststellen. Ein Bewegungsvensor. Ja, mach Luke auf hier. Ja, ich öffne die Tür. Du musst dann links. Ja, hab ich gemerkt. Oh, ich hab nur die Kamera mitgenommen. Kleinen Moment. Haha. Ja, sie geht zuerst rein. Wer zuerst reingeht, stirbt. Ja, ist egal, wo sie ist. Garage. Ich meinte, Entschuldigung. Der Stromkasten ist in der Garage. Garage. Oh, heilig fuck. Wie sieht der nochmal aus? Hier auch kein Licht an. Hier, da. Oh. Der weiße Kasten, genau. Und jetzt drückst du oben die Sicherung. Genau. Auf an. Ja. Ja, die grüne Lampe leuchtet halt, wenn du es geschafft hast, ne? Ja, hab ich doch. Ja, genau. Jetzt weißt du Bescheid. Habe ich dir das auch mal beigebracht, wie ein Sicherungskasten funktioniert. Also, irgendeine Tür. Hier ist der Knochen. Hier ging irgendeine Tür. Da. Die hinten rechts, ne? Ja. Ist von... Ach, du hast ja keine Hier sind 3 Grad. 3 Grad. 2 Grad. Ich hab hier 10. Ich hab hier 6. Jetzt ist die aufgegangen. Die Kellertür? Ja. Hier gehe ich runter auf 2. Hier hat er gerade was geschmissen. Zeitschrift. Ja, aber die... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ein Kind lachen gehört. Ja? Ja. Irgendwie so neben mir. Hier 0 Grad. 8. Hä? Was? Wo? Kann sein, dass ich eben, als ich rausgegangen bin, kann das sein. Ah, okay. Denn ich hole schon mal die Sachen rein, ne? Dotzprojektor und Geisterbox. Ich würde sagen, die hole ich zuerst, wenn ich die schon lachen gehört habe. Kann es natürlich sein, dass die auch schnell... Nur die lachen gehört. Ich weiß nicht, das war auf einmal so ein Okay. So, Geisterbox und ich nehme mal den IMF noch mit. So, wie heißt denn das Kind? Maria Kerrigan. Oh, meinst du, das ist die Kerrigan von Kaspar, den kleinen Geist? Keine Ahnung. Und ihre tote Leiche, obwohl sie hat ihre tote Leiche, ja. Sie hat ja ihr Geist, aber sie hat ja eigentlich keine unerledigten Dinge mehr und dann hat sie sich aufgelöst und ist in den Himmel empor gestiegen. Tote Leiche, ich habe noch nie eine lebendige gesehen. Hä, klar. Du hast doch auch World War Z geguckt. Oh Gott, da waren lebendige Leichen? Nee, ohne Flachs jetzt. Oder The Walking Dead. Wie erklärst du dir das? Amerika sieht wirklich so aus. Ja, das stimmt. Schon mal in Detroit gewesen? Nee, aber brauche ich auch nicht. In der Bronx oder so? Maria Kerrigan. Wie alt bist du? Ich muss jetzt mal überlegen, was will ich denn überhaupt sagen? Ich bin Patrick. Ja. Nee, sie ist doch erwachsen. Ungefähr 1,80 groß, wackelt mit dem Kopf, also leichte Zuckung hat sie. Möglicherweise Nervenkrankheit, ist eine schwarze Schattengestalt und jetzt ist sie weg. Sie hat gesungen. Ja, ich weiß, ich stand gerade neben dir, du Opfer. Oh, ich habe den EMF-Reader nicht rausgehabt. Maria Kerrigan. Ah ja, wir haben die Geisterbox. Wer bist du denn? Überall. Ich bin gerade draußen, aber ich habe es eben noch gehört beim Rausgehen. Dass sie gekommen ist.
Da stand ich in der Tür bei dem Zimmer. Alter. Echt? Ja, ich hab dich nicht gesehen. Ja, okay. Ich bin dann stehen geblieben, weil ich gucken wollte wegen Gefriertemperatur, aber da war nix. Hm. Hast keine Gefriertemperaturen gesehen? Nee. Hm. Maria Kerrigan. Wie alt bist du? Okay. Ah. Sie will mir ihren YouTube-Channel zeigen. Log dich mal ein. Bin ich. Oh, warte, sie geht auf Twitch live. Oh, Pornhub. Oh mein Gott. Schnell weg hier. Also ist sie älter als 12. Naja gut, heutzutage die Kinder, die sind ja sehr, sehr erwachsen. Also, Ralf. Naja, wie auch immer. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Dafür sind die Erwachsenen sehr kindisch. Ja, das stimmt. So, ich nehme nochmal das Buch mit rein. Hast du überhaupt einen Dotz hingelegt? Nee, ne? Nee, bis jetzt noch nicht. Bin ich noch nicht zugekommen. Ich weiß nicht, warum das so dunkel ist. Ja, 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 ja. Nee, wenn du da alles alleine reinschleppen musst, dann dauert das ein bisschen. Ja, ist schon so Gewohnheit, ey. Ja, du nimmst das ja immer mit, also. Deswegen dachte ich, hättest du das ich, schon. Ich nehme das zwangsweise mit. Du machst das ja meistens immer als erstes. Ja, ich mach das zwangsweise, weil du mit deiner UV-Lampe spazieren gehst und wenn du dann wieder... ich guck die Türen an, ob da Fingerabdrücke drauf sind. Wenn deine UV-Lampe ihr Häufchen gemacht hat, dann gehst du wieder rein in den Van, ja? Ihr Häufchen? Naja, also Gassi gehen. So, wo habe ich denn die Kamera platziert? Dort. Ja, vor dir. Ja, ja, aber sie war ja hier. Also, ich stelle das nochmal anders hin. Vielleicht? In the Shrank. So. Aber sie hat ja auch den PC hier angemacht. Hm. Warte mal. Hier sehen wir auch nicht viel vom Raum und jetzt war es an der Tür. Ich glaube, das ist relativ egal. So, Kamera. Die stellen wir hier hin. So. Achso, dank deiner wunderbaren Hilfe, die UV-Lampe drinnen zu lassen, weil du so vorausschauend warst, habe ich jetzt nicht gesehen, ob Fingerabdrücke an der Tür sind. Oh. War das ein unterschwelliger Diss? Ja, das war's. Hä? Wieso ist die Kamera schon wieder aus? Hä? Was? Die ist doch an. Hä? Hä? Hast du die schon wieder umgestellt? Hä? Nee. Hä? Wer war das denn? Hä? Ich hab die umgestellt. Gut, was nehme ich noch mit rein? Ein Kreuz? Wollen wir ein Kreuz mitnehmen? Ja, ne? Quest-Bewegungssensor. Hier, pass. Pass mal auf. Den bringe ich auch noch rein. Ohne zu sterben. Man sieht ja nichts. Nee, aber bis jetzt haben wir halt die Box, ne? The Box. The Box. Pack das mal dahin. Wird wahrscheinlich absolut überhaupt nicht reichen und nichts bringen, aber... Hm. So. Und den... Hier? Hier war die ja, ne? Aber da ist irgendwie doof. Die war ja auch... Die ist ja auch immer mal wieder hier. Sie ist nicht ganz so groß. Sie ist ja nur so 1,80. Hm. Dann hole ich noch einen Bewegungssensor. Ich hole noch das andere Kreuz und schmeiße ich eins vorne, eins hinten rein. Ja. In die alte. Die wird denn christlich befürwortet? Mhm. Was wollte ich noch mitnehmen? Ach nee, eigentlich Bewegungssensor. Ach, ist mir egal. Ich sehe nichts, ey. Ich gehe jetzt mit der Kamera rein. Der Hiwi kann auch was machen. Dots. Dots. Box. Dots? Nee. Nein, die Box. Ja, Box und Dots. Das Projektor.
Ja, und was ist jetzt mit den... Hast du die anderen Sachen alle schon reingeholt, bevor ich hier doppelt nehme? Ein Bewegungssensor fehlt noch. Und wenn du den Dots-Projektor gesehen hast, dann brauchen wir da auch keinen mehr. Gefriertemperatur war ja nicht, ne? Nö. Du läufst gerade durch den... Ja, ja, ich weiß. Warte mal so. Brauchen wir jetzt Gefriertemperatur oder nicht? Brauchen wir ein Thermometer? Nein. Erstmal siehst du hier und zweitens habe ich, vorausschauend wie ich bin, ein Thermometer hier liegen lassen. Ja, schön. Ich lasse meine Sachen nicht gerne liegen. Hast du ein Problem damit? Ich habe IMF3. Schön für dich. Gelbes Problem. Wo soll denn der hin? Einen habe ich da neben der Tür. Ich würde sagen, den anderen entweder hier oder hier. Ja, die ist nicht ganz so groß, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Hä? So. Hast du das Licht an? Hä? Nee, ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Hä? Wer soll das gewesen sein? Ich habe hier IMF-Ausschlag von 2 an diesem Lichtschalter. Was ist denn das hier? Ja, was ist das hier? Was ist hier los? Oh mein Gott. Meine Taschenlampe? Hier, hör mal kurz. Ja? Ich hatte UV, ne? Ja. Dann stand ich hier. Ja. Und dann ist auf einmal so. Mhm. Ja, meine Taschenlampe hat sich gewechselt. Okay. Alleine, ich habe nichts gemacht. Bist du auf Q gekommen? Nein. Okay. Hast du was gemacht vielleicht? Nein, ich stand da und hab gerade die Fingerabdrücke, wollte ich gucken. Und dann ist sie auf Taschenlampe geschwenkt. Hm. Und das Licht ging ja hier auch alleine an. Gott, was ist hier nur los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ging schon wieder alleine an. War ich. Was passiert hier nur? Der Monitor, Jasmin. Der Monitor. Naja. Es wird wirklich so passiert, wie ich gesagt habe. Wieso hast du jetzt die Tür zugemacht? Oh, ich habe IMF4 kurzzeitig gehabt. Weil ich es lustig finde. Die war gerade hier, aber nicht in dem Raum. Ja, schön. Das ist so dein. Ich bin fettrig. Ja, es kann sein, dass ich gleich sterbe. Okay. War schön, dich kennengelernt zu haben. Falls du noch ein letztes Mal mir rumfummeln möchtest. Nö. Echt nicht? Nicht mal ein bisschen? Nö. Nein. Das macht mich jetzt aber schon ein bisschen traurig. Dann muss es ja ein Buch oder... Naja, oder IMF, wenn der schon auf 4 war. Ja, der war auf 4MF und der ist am 4. ist der immer so geschwankt. So, also der ist ja nicht konstant geblieben. Stimmt, IMF 4. Von daher würde ich sagen, und jeder, der gerade natürlich zuschaut... IMF 4. IMF Reader ist noch drinne. Im Game. In the game. Oh, sorry. Aber irgendwas stimmt wirklich mit der Tür nicht. Ich bin da eben gegengelaufen und dann ist die Tür zugegangen und jetzt geht das nicht mehr. Ja. Aber mich verarschen wollen oder was? Schon wieder. Hä? Wie hieß die nochmal? Keine Ahnung. Ja. Ach ja. Maria Kerrigan. Gib uns ein Zeichen. Jo. Maria. Bist du das gewesen? Was? Ich bin hier Licht an der Tafel. Nö. Die hat das Licht ausgemacht. Ich versuche hier das Rätsel zu lösen. Oh, IMF. Ja, 2. Ich hör's doppelt, ey, bei dir und bei mir. Hm. 2 grüne Magneten, ein blauer, ein roter. Das muss was bedeuten. Oh Gott. Mich vielleicht dezent an meiner Spucke verschluckt. Hä? Was?
denn? Die, ja, haben die, die haben Update gemacht, ne? Die macht hier gerade alles aus. Die hat gerade den PC ausgemacht. Es gab kein Update. Hä, hier ist aber mehr Aktivität und mehr Ausmacherei. Ja gut, das liegt ja am Geist, ne? Ja, aber das war jetzt, ja vorher nicht so. Ja, jetzt macht ihr mal nicht im Schlüpper. Hier ist nichts, ne? Das liegt ja nur am Geist und das ist alles okay, Jasmin. Vertrau mir, ich mach das schon länger beruflich. Mhm. Willst du, ey? Jasmin? Ja. Willst du zu mir ins Bett kommen? Hä? Hast du die Tür aufgemacht? Ja. Also. Willst du zu mir ins Bett kommen? Ich habe hier noch eine Seite frei. Nee, Patrick. Wir können uns aber auch eine Seite teilen. Oh. Hm. Hat auch mal besser gezogen, ne? Nö. 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 Hm. Das kann doch nicht sein. Maria Kerrigan. Du kommst jetzt sofort raus und zeigst mir einen IMF-5-Ausschlag. Maria Kerrigan, Maria. Maria Kerrigan. Maria Kerrigan. Haben wir denn schon den Bewegungssensor? Die Quest? Warte, ich geh mal gucken. Achso, ich dachte, du bist schon im Van. Nee, bin ich nicht im Van. Maria Kerrigan, das ist kein IMF-5. Nee, ist sie nicht, aber sie macht doch da die ganze Zeit das Licht aus und so, IMF-5. Hä, nein, das ist kein IMF-5. Hab ich gesagt. So, nee. Ist sie nicht durchgejumpt. Hm. Maria Kerrigan. Ist ja komisch, sie macht doch da die ganze Zeit das Licht aus. So reiche mir einen vernünftigen IMF. Hm, komisch. Cool, ich wusste gar nicht, dass das geht. Vielleicht doch ein bisschen tiefer hängen noch? Ja, aber die war ja so groß wie ich. Naja, aber... Na gut, man weiß ja, vielleicht krabbelt die ja, ne? Vielleicht ist die ja... Die stand ja nur und vielleicht kann die ja nicht laufen. So. Steht nur, aber laufen kann sie nicht. Wenn sie läuft, kippt sie um. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass sie hier irgendwie so eine Fruchtfliege oder so bei mir im Gesicht ist. Mir ist letztens eine in die Nase geflogen, das war eklig. Ja, also, oh, kann ich ja gar nicht ab, ey. Ich habe hier eine, das war also geprägt und... Na, klatsch dir doch mal eine. Das geht auch, boah. Was denn? Ich entdecke ganz neue Möglichkeiten, das wusste ich gar nicht. Das war ich nicht, ne? Jetzt ist die Quest... Bewegung, ja. Yep. Yep. So, Maria, da gib mir doch mal einen vernünftigen IMF-Ausschlag. Hast du Gefriertemperatur? Nee. Nö, da ich gerade gefurzt habe, ist das schön warm hier drin. Dann war das das. Ja, wieso? Hast du Gase aufsteigen sehen in der Kamera? Ja, sah so aus. Alter, ich hab hier eine Waffe, ey. Wenn mir die ganze Zeit was im Gesicht rumkrabbelt. Dots hatten wir ja schon, ja. Ich hab grad gesehen. Maria, ich hätte gern ein IMF-5. IMF. Ein IMF-5. IMF, ich bin Ripper. Ein IMF-5. Mundgeruch, ekelhaft. Ich hätte gern ein IMF-5. Ah, IMF-4. Ja, nee. Maria, du alte Mundfäule. Ein Pünktchen fehlt da noch. Hm, jetzt wieder weg. Maria Kerrigan. Maria Kerrigan. Maria. Kerrigan. Kerrigan. Du alte Pestbeule. Gib mir ein IMF-5. Oder ich schmeiß dein Teddy in Müll. So, wo ist denn der Mülleimer hier? Das hat sie jetzt davon. Okay, machen wir es anders. So, mit dem Teddy hat sich jetzt ausgespielt. Maria Kerrigan. Achso, gebe mir doch ein Zeichen, du olle Planschkuh. Wo bist du denn? Maria, wo bist du?
Alle Planschkuh voll. Maria, Kerrigan, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Erscheine. Gib mir IMF5. Zu wenig. Oh, sie schreibt ins Buch. Ja, das bin ich auch konform mit. Ins so. Buch? Ja, ja, sieht scheiße aus. So, damit haben wir als Beweis jetzt auch noch das Geisterbuch und damit haben wir den Dieben. Buch. Wow. Depp. Hab ich. Was ein krasser Scheiß, ey. Ich glaube, ich werde den Rest der Runde lispeln. Einfach weil ich es cool finde. Jo. Lispeln ist irgendwie cool. Macht halt nicht jeder. Ja, jetzt habe ich kein Foto von Maria. Wollen wir ein Foto auch noch machen? Welche Quests haben wir denn noch? Einen Moment. Wir hatten ja den Bewegungssensor bei der Jagd entkommen. Räucherstäbchen und entkomme dem Geist während einer Jagd. Ja, entweder machen wir jetzt so ein Foto von der Hässlichen. Maria, du bist hässlich. Oder wir machen die Räucherstäbchen und räuchern sie aus. Hm. Hässlich, Maria. Maria. Maria Kerrigan. Maria Kerrigan. Boah, was war das? War das ein Grafikfehler oder so? Ist das in der Aufnahme? Ich hab mal dem Dings geguckt an die Aufgaben. Alter, mich haben diese drei Bildschirme gerade mega geblendet. Ich habe fast nichts mehr gesehen. Maria Kerrigan. Erscheine. Gib mir ein Zeichen und erscheine. Elvola, ich danke, Madam. So, und damit würde ich sagen, Patrick verlässt das Haus. Patrick verlässt das Haus. Weil der Spruch kommt cooler, wenn ich vor der Haustür stehe. So. Kleiner Moment. Oh, die Haustür ist zu. Warst du das? Nee, der Strich ist auch oben. Okay, Patrick verlässt das Haus. Schön arrogant. So. Wie er nun mal ist. Wollen wir... Deine Sanity ist aber weit runter, du. Ja, aber habe ich auch gebraucht. Gebraucht? Ja, kurz vorm Nervenzusammenbruch, das habe ich gebraucht. Das musste mal sein. Ich habe mich schon gar nicht mehr wohlgefühlt hier. So, ich räucher mit. Komm, wir machen das zusammen, mein Freund. Ich will ja nur einmal Pillen nehmen. Ach nee, du musst Pillen nehmen. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja. Ich nehme auch nochmal. Hängt da voll mit dem ganzen Kopf drin, ey. Ey, gib die her, Alter. Was denn? Das. Was? Gib die Tablettis. Alter, ich habe keine Tabletten. Alter, hol dir deinen eigenen Stoff, Alter. Würde ich, aber der wurde mir gerade geklaut. Bück dich. Ja, guckt sie euch an, wie die Süchtige hier auf dem Boden kriecht. Nur um ihre letzten Tabletten zu nehmen. Bist du fertig, Junge? Mein Junge. Ja, manchmal. Aber nur, wenn ich müde werde. Ach ja? Ja. Gefühlt immer. Bin immer müde. Doof. Bin immer doof. Aber es liegt nur daran, dass ich nicht so intelligent bin. Hm. Hast du alles, was du brauchst eigentlich? Was, zum Räuchern? Ja. Ich räucher schon. Ah. Bin schon dabei, wie ein Profi. IMF. Ja. Warte. Darf ich vorgehen? Alter, ich hab dich erst draußen wieder eingeholt. Du bist ja so schnell gelaufen. Da ging dir aber der Bolzen, wa? Wenn du mal so schnell sauber machen würdest, wie du hier rennen kannst. Was? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Was? Sag mal, möchtest du heute unten schlafen? Ich habe nichts gesagt. Mhm, pass mal auf, Kollege, ey. Ich weiß, wo du wohnst, so.
Ach du Scheiße, ein Stalker. Ich weiß, wo dein Auto steht. Die Alte ist krank. Ich weiß, wo dein Auto steht. Ich zerkratze dir nachher die Karre. Ich mache einfach nur dein Auto an, dann ist auch schon Schrott. Ey, das ist nicht witzig, ja? Ach schon. Ich bin ja schon auf Fehlersuche, aber ich weiß halt nicht, was kaputt ist. Der Fehler ist der Besitzer. Ich hoffe, es ist nicht das Steuergerät. So, reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. $10. Finde den richtigen Geistertyp heraus. Auch $10. Ich weiß nicht mal, ob ich richtig lispeln kann. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungsverlusts fest. So eine auf Paul Panzer. Hat sich das gut angehört? Nein. Hilde, Knochenbeweis. Multiplikator der Belohnung. Fotos. Ich habe $115 und der Geist war ein Dean. Ich habe 165 gehabt. Never ever, Alter. Doch, jetzt weiß ich nicht warum, weil ich habe es jetzt weggemacht. Sonst warte ich immer, weil und dann machst du es aber weg. Jetzt habe ich es weggemacht, jetzt quatschst du. Okay. Nicht normal, ey. Ich hoffe, die Runde hat ein bisschen gefallen. Wenn ja, lass gern Like da. Wenn nein, lass gern Like da. Nein, ich hoffe, die Runde hat gefallen. Schaltet das nächste Mal bitte wieder ein. Abgesehen davon, die Runde, gut, zum Ende hat sich ein bisschen gezogen. Wie bitte? Hat nichts verstanden. Gut. Nein, schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Au.